Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Horizons. Ich habe jetzt mittlerweile alle Bäume mal wieder, ja, abgeaxt. Failen dürfen wir es ja nicht. Und habe ordentlich Holz rausgeschlagen. Und das Ganze ist sogar so weit jetzt gegangen, dass ich mein Lager voll gestopft habe. Also es ist wirklich, es stand, ey, das Lager ist voll, Dude. Verkauf mal was. Also das stand jetzt nicht da, aber es stand halt von wegen, das Lager ist voll. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber ja, ist so. Und ja, wie gesagt, jetzt online. Holz habe ich jetzt genug, würde ich sagen. Also jetzt nicht das, was ihr hier seht. Ich habe auch ganz viel gerade die fertigen 30er Packs halt ins Lager geschmissen. Und wir kümmern uns heute natürlich darum, die neue Ebene zu erkunden mit der Leiter. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen dran gewöhnt, kann man sagen, mit der Ringauswahl hier zu spielen. Ja, let's go, würde ich sagen. Und da sind wir dann. So einfach, so schnell geht das. Ja. Und hier haben wir nun unsere eigene Stadtblume, sage ich mal. Es scheint nämlich pro Stadt immer so eine Blumenart zu geben. Das hier sind jetzt Weißchrysanthemen. Weißchrysanthemen. Keine Ahnung, ob sie so ausgesprochen werden. Also Chrysanthemen. Chrysalis. Chrysanthemen sind das. So. Vielleicht kriege ich den Namen ein bisschen rein. Und die scheinen jetzt halt besonders auf unserer Insel zu wachsen. Und Virginias hat, glaube ich, zum Beispiel Primeln oder so. Und die sieht man halt auch erst auf der oberen Ebene. Also man sieht sie halt schon von unten, klar, aber auf der oberen Ebene wachsen sie halt nur. Unten sind ja noch gar keine Blumen gewachsen, da ist ja bis dato dann nur Unkraut gewachsen. So. Ja gut, ich glaube, das Unkraut werde ich dann offscreen vernichten. Es geht jetzt eher darum, einmal sich das Ganze erstmal anzuschauen und zu gucken, ob hier vielleicht irgendwas Besonderes ist. Zum Beispiel diese Gottesanbeterin. Ich habe gerade noch gesagt, Ringauswahl und so. Aber hier habe ich tatsächlich noch gar keinen Kescher registriert. Zwei habe ich dabei. Resultierte daraus, ihr seht vielleicht, dass ich gestochen wurde. Das resultierte daraus, dass ich keinen Kescher dabei hatte. Okay, ich bin zugegeben danach nochmal gestochen worden. Ich habe aber auch wieder eine Wespe gefangen. Also, ich war nicht so unerfolgreich. So, und jetzt können wir uns auch mal hier oben die Ebene an. Das ist eine andere, ne? Das ist eine Albino-Anbeterin wahrscheinlich. Ne, ein Orchideen-Mantis. Stimmt, den gab es auch schon in New Leaf. Auch, glaube ich, nur auf weißen Blumen. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt auch mal die obere Ebene hier sehen von diesem Wasserfall. Voll schön. Und ich glaube, ich angle hier auch gleich mal. Vielleicht gibt es ja hier spezielle Fische. Ich weiß es nicht. Das Spiel ist toll. Ich liebe es. Und es gibt einfach so viel zu entdecken. Und ein Stiefel. Das kommt mir gar nicht mal so ungelegen. So stiefmütterlich, oh Gott. Das kommt mir gar nicht mal so ungelegen. Das hier ist voll cool, dieser Bereich. Denn ich habe bereits einen Stiefel geangelt. Deswegen kommt jetzt auch nicht von wegen so, ey, hier, ich habe jetzt einen Do-it-yourself-Tipp. Denn mit zwei Stiefeln können wir ein recyceltes Stiefelpaar machen. Ich weiß nicht, ob man das dann tragen kann oder wie das dann aussieht. Das können wir gleich mal ausprobieren. Allerdings müssen wir dann dafür erstmal wieder zum Lager zurück, also zu unserem Haus. Was nicht schlecht ist, weil wir finden hier gerade Fossilien, die ich dann ebenfalls da wieder reinschmeißen würde. So, hier kann man, boah, hier kann man sogar einmal rumgehen. Das ist natürlich extrem blöd, wenn man nicht sieht, was da hinten jetzt ist. Ob da was ist, ob das was zum Graben ist zum Beispiel. Ich hoffe, da wird nie was spawnen, weil sonst ist das echt arschig. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock, hier alles, ne, umzugraben. Aber das ist cool, Mann, das ist cool. Aber diesen Bereich kann man dann doch, oder kann man jetzt hier quasi, kann man jetzt hier eine Leiter verwenden, um da runterzukommen? Wie ist das? Ausrüsten. Ja, tatsächlich. Cool. Boah, dann haben wir hier so eine kleine Privatecke. Wie geil ist das denn? So ein richtig Mini-Privatstrand. Das ist geil. Das ist richtig geil. Schaut euch das mal an. Einfach so eine kleine, so ein kleiner Inselabschnitt. Der sieht ja mal richtig geil aus. Leute, 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 wie cool ist das denn? Also stellt euch mal vor, hier einfach so euer Haus platzieren und dann hier so einen kleinen Privatstrand haben. Ist das nicht geil? Also ich meine, der ist halt wirklich sehr klein, aber Junge, ist das eine coole Sache. Holy shit, wie viel Platz habe ich noch? Eigentlich gar keinen mehr, schön. Egal, wir nehmen noch ein paar Blüten mit hier. Wie gesagt, das ganze Zeugs hier, die ganzen Unkraut, Hupferei, Gedöns, Sachen, die werde ich dann offscreen wieder erledigen. Und es sind doch, glaube ich, die ersten Zehner, die wir hier sehen, ne? Und jetzt habe ich einen Marienkäfer verscheucht. Ich dödel. Ich döspaddel.
Gut, gut, gut. Dann schauen wir mal kurz, ob dieser Stein was Schönes für uns hat. Dafür müssten wir natürlich trotzdem jetzt erstmal das Unkraut hier wegpacken. Aber ich befürchte, wir können die Sachen gar nicht mehr tragen. Weil wir haben halt jetzt echt schon... Eieiei. Stimmt, die könnten wir natürlich auch wieder anhauen wegen Holz mit Äxten und so. Weil wir haben halt jetzt schon keinen Platz mehr und ich habe, glaube ich, keine Steinmaterialien gerade dabei. Also außer richtige Steine. Aber jetzt so Eisenerz zum Beispiel oder Lehm habe ich, glaube ich, nicht in der Tasche. Das heißt, das könnte ich wahrscheinlich nicht mehr mitnehmen. Aber es gibt auch nur Lehm und... ich habe sogar Lehm noch. Lehm und Steine. Das heißt, es könnte vielleicht trotzdem hinhauen, dass ich beides mitnehmen kann. Wunderschön. So, haben wir das hier gesehen. Und jetzt gibt es ja noch eine weitere Ebene. Die oberste. Ich weiß nicht, ob das auch das Maximum an Ebenen ist, die man hier haben kann auf der Insel. Kann sein, aber da bin ich jetzt echt nicht im Bilde gerade. Das ist also auch ein etwas längerer Abschnitt hier. Sieht natürlich besonders cool aus damit im Hintergrund und so. Aus der Top-Down-Perspektive hat man hier schon richtig schönes Wasser und alles. Und ach, ist schön hier. Ist schön. Nochmal eine Gottesanbeterin. Ja, brauche ich jetzt nicht gerade. Die lasse ich mal da. Hier haben wir noch einen kleinen Teich. Beziehungsweise ist kein Teich, das ist eigentlich der Ursprung des Flusses, genau. Ja, das finde ich einfach richtig schön gemacht mit diesen Ebenen. Ich meine, Ebenen hatte man ja generell schon in Animal Crossing öfter, aber halt nicht in dem Sinne, ne? Und das finde ich hier richtig gut gemacht. Da unten ist wieder so eine Baumlymphe. Ja, dann gucken wir uns noch den anderen Bereich an und dann haben wir auch alles durch. Dann haben wir die ganze Insel einmal gesehen. Dann müssen wir jetzt wieder rüber jumpen, ja. Also gerade der Stab und die Leiter sind natürlich jetzt die neuen Werkzeugelemente hier. Und die sind auch richtig cool, muss ich wirklich sagen. Die sind richtig cool, macht richtig viel Bock. Alles richtig schön durchdacht doch einfach. Ich hab, da hinten ist ein Insekt, das will ich haben. Ich glaube, es ist ein Marienkäfer, oder? Ja. Ja, so richtig schön durchdacht, was man alles, ich dachte halt vorher, als ich den Trailer gesehen habe, so von wegen so, oh mein Gott, es ist ja voll cool, dass man, also den ursprünglichen Trailer mal, dass man halt jetzt keine Brücken mehr braucht, sondern dass man überall rüber kann, über den Fluss. Aber das ist ja wirklich Teil des Spielkonzeptes eigentlich, das war das falsche Item. Dass man halt eben erstmal keine Brücken hat und dass man nur mit dem Pole rüberkommt hier. Und das ist echt cool gemacht, muss ich sagen. Also alles sehr durchdacht und einfach nur toll. Einfach nur toll. Wobei ich mir irgendwie wünschen würde, dass man hier runterspringen könnte. Also, dass man hier einfach gegenlaufen könnte und dann springt man runter so. Wisst ihr? Hätte ich auch irgendwie. Fände ich cool. Aber mit der Leiter bin ich auch erstmal zufrieden. Das passt. Später können wir ja selber noch terraformen. Dann hat sich das vielleicht auch erledigt, vielleicht auch nicht. So. Und wir sind jetzt absolut voll. Man muss mal überlegen, wir haben ja schon die erweiterte Tasche. 10 Items können wir jetzt mehr tragen als am Anfang. Und wir sind trotzdem schon wieder voll und unser Lager ist auch langsam voll. Man bekommt ziemlich viel. Das Problem ist halt vor allem das Museum. Also ich sag mal, wenn das Museum aufhat und ich alles spenden kann, auch die Fossilien analysieren und spenden kann. Ich konnte sie gestern wenigstens analysieren, heute kann ich sie nicht mehr analysieren. Das bringt mir zwar keinen Platz, aber ne, trotzdem. Und da läuft jetzt der Main Track. Schön. So, dein Lager ist voll, es passt nichts mehr rein. Ja, scheiße. So, dann würde ich sagen, lassen wir mal gerade hier den Stiefel, den legen wir mal ab, weil den brauche ich gleich sowieso. Das Geschenkpapier, weiß ich gar nicht, ob ich das nochmal verwenden werde. Ich brauche das halt für den Anhang von bei Briefen halt nicht. Ist halt das Ding. Dein Lager ist voll, achso, ich habe ja noch gar nichts rausgenommen. Ich dödel. Gut, was wollen wir denn überhaupt rausnehmen? Wir wollen den Stiefel rausnehmen. Der Stiefel. Und wir wollen... Wollte ich noch irgendwas? Wir können die Kokosnüsse theoretisch mal rausnehmen und pflanzen. Ich glaube, das machen wir mal. Dafür packen wir jetzt das Fossil und den Marienkäfer rein. Gottesanbeterin. Die Dings da, den Orchideenmantis müsste ich noch reinballern. Dafür nehme ich, glaube ich, mal... Ja, ich glaube, wir können mal langsam ein bisschen Unkraut verkaufen. 2 Säcke. Ich kriege jetzt auch neues Unkraut wieder. Ich glaube, das ist in Ordnung. Da packe ich den Orchideenmantis rein, wie auch immer. Und hier auch die Gottesanbeterin. Wobei ich nicht weiß, ob die vielleicht schon drin ist, aber ist egal. Darum kümmere ich mich, wenn das Museum mal fertig ist. Und wir... Die Sachen, die Rosen, könnte ich halt auch mal... Nicht die Rosen, die... Chrysanthemen. Können wir auch mal da reinpacken. Weil, ja gut, man könnte sie halt im Haus aufstellen, aber die sehen irgendwie ein bisschen blöd aus. So. Also ich bin jetzt nicht so der riesen Fan von diesen Vasen hier, muss ich sagen. Vor allem nicht draußen. Na gut.
Dann werden wir jetzt erstmal diesen Stiefel irgendwie, diese Stiefel verwerten. Und dann hat natürlich als nächstes irgendwie mal die Priorität, diese Häuser irgendwie einzurichten, ne? Die Möbel dafür herzustellen, zu craften. Das hätte dann nächste Priorität. So, wir haben diese Stiefel da unten. Genau, jetzt haben wir zwei zusammen. Jetzt können wir ein paar Recycling-Stiefel erstellen. Ja, es ist tatsächlich dann... Ja, was für die Füße, was zum Tragen. Das ist ein bisschen merkwürdig wahrscheinlich. Sieht jetzt merkwürdig aus. Vielleicht ist es ja trotzdem besser als die Turnschuhe. Ach, warum nicht? Warum nicht, ganz ehrlich? Die Schlupfschuhe sind jetzt auch nicht so schön. Ich glaube, die verkaufe ich sogar einfach. Und trage jetzt diese Boots hier. Wenigstens mal was Neues, ne? So. Ja gut, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt zuerst mal an den Strand. Vergrabe ein paar Kokosnüsse. Und versuche dann mal Sachen zu verkaufen. Mal gucken, ob es diesmal ein bisschen... Ah, hier sind wieder Sternsplitter. Ein bisschen was mehr zum Verkaufen gibt. Weil ich gehe meistens zu Noob, denke so, oh mein Gott, ich kann voll viel verkaufen und dann kann ich doch gar nicht so viel verkaufen. Weil das meiste in meinen Taschen halt wirklich Materialien sind. Und diese Blüten will ich jetzt auch nicht verkaufen unbedingt, ne? Ja, ja. Gut, dann würde ich doch sagen, pflanzen einfach mal drauf los. Ja, ich glaube eher ein bisschen natürlicher. Mit ein bisschen Abstand hier. Nicht alle so crowded. So. So. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Den Rest verkaufen wir an Kokosnüssen. Eins pflanzen. Da wächst eins nice Palme hoffentlich. Das hat uns jetzt auch schon wieder irgendwie genug Meilen gebracht. Wir haben mittlerweile über 10.000 Leute. Da müssen wir sowieso nochmal reinschauen, was heute im... Oh, die ganzen Begriffe, Leute. In diesem Nuke-Gedöns drin ist. Oder vielleicht ist auch da der Katalog. Das habe ich euch heute auch noch gar nicht nachgeguckt. Ich war noch nicht beim Meilenprogramm. Übrigens generell, wenn ihr mir Tipps geben wollt in den Kommentaren, überlegt euch, erreiche ich das aus dem normalen Spielfortschritt heraus? Weil es gibt zum Beispiel so Sachen, wie zum Beispiel den Tipp, den mir der Max geschrieben hat, von wegen, wenn ich jetzt hier bei den Nuke-Meilen was geschafft habe und dann den rechten Stick drücke, dann gehe ich direkt dahin, wo ich was geschafft habe, ne? Das sind so Tipps, die findet man eventuell nicht im normalen Spielverlauf heraus. Sowas könnt ihr mir absolut gerne in die Kommentare schreiben. Da ist auch nicht schlimm, wenn ich das schon weiß. Aber wenn es jetzt sowas ist wie von wegen so, ey, du musst Materialien für Nuke sammeln, schmeiß das noch nicht weg. Das sind halt solche Sachen, die werde ich halt im Spielverlauf sowieso rauskriegen. Und das habe ich eventuell höchstwahrscheinlich dann auch schon, weil ich ja auch sehr viel suchte aktuell. Und nur weil ich das dann in Part 2 vielleicht noch nicht weiß, heißt das nicht, dass ich das jetzt noch nicht weiß. Weil ich nehme dann vielleicht aktuell jetzt hier Part 13 auf und ihr seht gerade mal Part 4, wisst ihr? Also das, wenn ich irgendwas im Spielverlauf noch rausfinde, was ich vielleicht damals noch nicht gepeilt habe, dann verzichtet lieber darauf, mir das zu schreiben. Aber wenn es halt wirklich Sachen sind, die man jetzt vielleicht nicht so direkt auf dem Story, ich sag mal Storyweg, im normalen Spielverlauf rausfindet, dann schreibt mir das gerne. Ich meine, ihr könnt mir generell gerne Tipps schreiben, aber es ist halt nicht nötig, wenn ich das halt sowieso weiß, ne? Das meine ich damit. So, und ich sollte, glaube ich, eher mal zu Nepp und Schlepp gehen. Weil ich wollte ja ursprünglich auch mal wieder was verkaufen. Ich glaube, ich lege jetzt hier mal die ganzen Dinge ab. Kann man die auch irgendwie geschlossen ablegen? Ablegen, ja. Gut, dann machen wir das doch. Dann legen wir die einfach ab. So. Unkraut wollte ich verkaufen. Bla 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 bla. Ja, die Sternsplitter. Beziehungsweise Fischsplitter können wir wieder im Lager abgeben, weil das wird sich dann ja automatisch hochmerchen. Also hochstacken. Ist ja, glaube ich, der bessere Begriff. Hallo. Haben wir hier noch was zum Verkaufen? Ich bin echt gespannt, wie lange es noch dauert, bis wir unser Haus abbezahlen können. Eigentlich nicht mehr. Sollte eigentlich nicht mehr so lange dauern. So, und die Schuhe wollte ich loswerden. Und das ist es auch schon wieder fast. Komm, den einen Stock kannst du auch haben. Dann habe ich einen Platz mehr. 4.100, nehmen wir gerne mit. Und dann gucken wir mal, was uns die Nuke-Meilen heute so alles anbieten. Also was dieser Nuke-Store da im Angebot hat. Dieses, wie gesagt, ich habe das, den Begriff leider vergessen. Wir müssen uns ja auch unsere 80 Bonus-Meilen oder was das sind. Ne, ich glaube, das steigert sich ja täglich, ne? Müssen wir uns abholen dafür, dass wir dieses Gerät überhaupt ansprechen. Und dann, wie gesagt, tägliche Items. Und natürlich gucken, was wir generell so mit den Nuke-Meilen anstellen können. Außer die 2.000 fürs Ticket. So, 100 Bonusmeilen, sehr gut, dankeschön dafür. Nuke Shopping, genau so hieß das Ding. Ganz trivial eigentlich. Oh,
Jetzt gibt's hier also den Katalog. Das ist jetzt quasi unser Katalog. Ah, guck mal, okay, sehr gut. Dann will ich jetzt mal gerne wissen. Das Comiczeichner-Set. 1200, okay, das ist echt billig. Buh hat mir das ja als voll teuer verkauft. Teuer ist es nicht wirklich, okay. So, hier kann man jetzt Sachen nachkaufen. Den Kombi-Futternapf, den kaufe ich jetzt auf jeden Fall mal für Virginia. Liefer den mir gerne mal als Geschenk. Genau, ja, oder so. Ich kann's direkt an Virginia schicken. Das ist ja cool. Ich möchte mich dafür bedanken, dass du immer für mich da bist. Oh. Ich sollte eigentlich dahinter schreiben, dass das nicht, dass das ein generischer Text ist. Die sagt dann bestimmt gleich so von wegen so, oh mein Gott, voll süß, du hast mir voll den süßen Text geschrieben. Und dann sage ich so, oh, sorry, das ist der Standardtext. Aber ich habe ja heute schon was Süßes geschrieben, also. Oh mein Gott, die kostet einfach 30.000, die Switch. Heftig. Ich glaube, das habe ich noch nicht in einem Part gesagt. Wenn man eine Nintendo Switch im Style von Animal Crossing hat, also quasi das Bundle gekauft hat, dann bekommt man von Nintendo auch beim Spielstart, ja, eben den Switch-Dock in diesem entsprechenden Design und die Switch im entsprechenden Design als Item und nicht die normale Nintendo Switch, die es halt zum Release gab. Wobei, ich glaube, das hängt immer davon, ich glaube, es hängt davon ab, welche man hat, ne? Weil das ist jetzt zum Beispiel genau meine Nintendo Switch, also die mit den blauen und roten Joy-Cons. Ich weiß nicht, ob Virginia dann vielleicht die mit den grauen Joy-Cons hatte? Habe ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Die Sukkulente ist leider auch unverkäuflich. Also nicht, dass ich die jetzt haben wollte unbedingt. Ja, auf jeden Fall sehen wir hier, was alles schon gemacht wurde. Alter, der ist echt teuer. Ich wollte eigentlich jetzt genau, wo ich das hier nämlich gerade sehe, ich muss euch noch den Kleiderschrank zeigen. Den habe ich jetzt im Lager einquartiert. Das mache ich gleich, wenn ich dran denke. Ich hoffe, ich denke dran. So Modewaren habe ich leider bisher nicht viel erhalten, deswegen ja, sieht das halt auch entsprechend leer aus. Moment, was war das für ein... Ach, das Matrosenhemd, das habe ich wahrscheinlich gerade an, oder? Ach, keine Ahnung. Fossilien kann man nicht nachkaufen, klar. Den Boden könnte man halt. Ah ja, okay. So. Ach so, Moment. Ach so. Dann gibt es hier gar kein... Nee, Moment. Doch, besondere Waren. Ich dödel. Das Größte. Ich habe irgendwie nicht gepeilt, dass das auch was ist. Das ist ja wahrscheinlich jetzt das tägliche Angebot, ne? Mein Gott. Ich, Horst. Gar nicht so richtig verstanden. Die Eiformbrille. Die würde ich fast ganz gerne mal sehen wollen. Das ist so ein schönes Mexiko-Outfit. Ich hol mir das. Habe ich Lust drauf. Ich hol mir das. Das brauche ich jetzt nicht. King KK, wollen wir das mal? Ich glaube, das gönne ich mir. Das gönne ich mir. Mal ein bisschen richtige Musik. Und den Kofferplattenspieler hole ich mir auch, weil ich glaube, im Radio kann man nichts hinzufügen, schätze ich mal, an Songs. Da braucht man wirklich einen richtigen... Ne? Radio ist halt wirklich mit Radioempfang und sowas. Und wenn man eigene Musik hat, da braucht man wirklich einen richtigen Player. Es ist ja auch eigentlich im Real Life so, deswegen ist es wahrscheinlich so nachempfunden. Mm. So, und jetzt natürlich das spannende Moment, was können wir eigentlich alles mit unseren Nukmeilen noch machen? Was sich vielleicht lohnt. Ach übrigens, wo ist eigentlich hier mein Nukink-Teppich? Den habe ich doch schon längst bestellt. Wie lange dauert das denn? Weird. Oder habe ich den doch nicht bestellt? Wollte ich das und hab's nicht getan? Ich meine, ich habe den bestellt. Merkwürdig, merkwürdig. Ich hätte fast Lust, mir diese Jacke zu holen. Naja, ich glaube, Alltagswerkzeuge ist mittlerweile mal relativ angebracht, weil man dann eben nicht mehr so viele Billo-Werkzeuge craften muss, sondern auch eben, ich meine, man kann sie natürlich immer noch craften, aber man kann dann eben auch neuere, schönere, haltbarere Gegenstände craften und ich glaube, das könnte langsam mal an der Zeit sein dafür. Können wir mal kurz reingucken hier, wie es aussieht. Hier, Steinaxt, Axt, Schaufel, Angel, Kescher und eine normale Gießkanne sind halt... Achso, wir brauchen sogar Wackelsachen dafür. Wir brauchen quasi Wackelsachen und können die dann verbessern. Okay, gut, das wusste ich so gar nicht. Das ist interessant zu wissen. Na gut. Das heißt, wir können quasi mehr oder weniger zwei Wackelgegenstände zusammen merchen und vielleicht noch ein bisschen extra. Ja, okay, das ist okay. Ist okay. So, ansonsten könnten wir halt noch so Frisuren oder sowas freischalten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das machen soll. 8080 habe ich jetzt gerade noch. Ich hole mir mal die coolsten Haarfrisuren, weil ich habe jetzt durchaus
ein paar Meilen gesammelt. Wir machen das jetzt mal. Vielleicht können wir uns ja hier so unsere Igelfrisur holen. Das wäre cool. Ich gehe halt auch mal davon aus, das ist dann cool als Frisur. Ach so, ist das alles klar. Ich kenne jetzt coole Frisuren. An Spiegeln und Frisiertischen, genau. Und ich will jetzt erstmal, wie gesagt, in meinen Kleiderschrank gucken. Das machen wir jetzt zuallererst. Dann gehen wir kurz vor den Spiegel. Und dann ist es eigentlich an der Zeit, ein bisschen Materialien zusammen zu craften zu den Gegenständen, die wir für die Häuser brauchen. So, so, so. Was brauche ich sonst noch so aus dem Lager, beziehungsweise muss ins Lager schmeißen oder will ins Lager schmeißen, besser gesagt? Das ist eine gute Frage. Die Sternsplitter, genau. Die sollten sich ja zusammen merchen. Das sollte kein Problem sein, weil ich habe eigentlich keinen Platz mehr. Das Holz würde ich, wie gesagt, gerne noch reinschmeißen, weil das ist, glaube ich, wieder ein 30er Stapel, ne? Genau, so. Und das geht jetzt nicht. Genau, Lager ist voll. Und wir nehmen jetzt auf jeden Fall wieder den Kleiderschrank raus. Einrichtung. So. Den Picknickkorb haben wir auch noch, den packen wir auch mal irgendwo draußen hin. Und wir packen einmal das Hartholz ins Lager. So. Dann gucken wir doch mal, was der Kleiderschrank so kann. Auch wenn er hässlich ist. Aktuell zumindest noch. Ein Kleiderschrank. Soll ich mich umziehen? Ja. Was heißt das genau? Da kann ich mich einfach ein bisschen schöner umziehen mit allem, was ich so habe. Ist das quasi mit dem Lager irgendwie gemerged oder wie sieht das aus? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, da kann man sich also ein bisschen schöner anziehen. Was war da noch für eine... Ich will nochmal gucken, was die Funktion da ablegen war. Das. Okay. Ich könnte meine Jeans ausziehen. Was ablegen? Jeans. Ich laufe jetzt in Unterhosen rum. Ich laufe jetzt gleich ganz nackt rum. Alter, ja, nice, nice. Kann ich auch oberkörperfrei rumlaufen eigentlich? Ich habe jetzt leider kein T-Shirt mehr, ne? Das heißt, ich kann mein Design noch nicht ablegen. Ach, ich habe jetzt meine Jeans doch wieder an. Okay, ich kann nicht in Unterhose rumlaufen. Das finde ich ein bisschen schade. Fertig. Nee, Moment. Fertig. Oder doch? Doch, ich kann in Unterhose rumlaufen. Sehr schön. Dann laufe ich jetzt in Unterhose rum. Und das ist auch nicht zu sexualisieren. Ich finde es einfach chillig. Voll nice. Ob man die Farbe ändern kann? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen zu detailliert. Nice Sache. Unterwäsche war ja auch in Your Leaf schon weiß. Ich habe halt keine schöne Hose. Dann trage ich jetzt halt einfach nur Boxer. Warum nicht? So, der Picknickkorb. Wo packen wir den hin? Ich glaube, der wäre hier einfach ganz schön so. Nee, wäre er nicht. Ich packe den irgendwo zum Waschbrett. So. Fertig. Können wir da irgendwas mit machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Vielleicht auf und zu klappen maximal. Naja. Gut, dann schauen wir uns doch mal wegen den Frisuren hier den Spiegel mal ein bisschen genauer an. Ein Spiegel. So. Frisuren. Wo sind da meine coolen Frisuren hier? Das ist eine coole Frisur offenbar. Ich muss auch ein bisschen feminin machen hier. Tja. Also ich würde vielleicht diese hier tragen oder diese hier ein bisschen. Meh. Alle nicht so mein Style. Das ist... Die Frisur erinnert mich immer an Titanic, an diesen Schmierlappen, ey. Nee, ich glaube, ich nehme die hier. Was gibt's denn hier für Farben? Gibt's hier noch andere Farben? Ich hätte auch gern blau zum Beispiel. Da gibt's offenbar nicht. Gut, dann tragen wir es jetzt erstmal ein bisschen so. Why not? Gut. Oh, wir haben schon wieder 24 Minuten rum. Meine Güte, geht die Zeit hier schnell rum. Mit welchem Haus fangen wir denn an? Ich würde vorschlagen, wir nehmen das hier hinten, weil das ist vielleicht am nächsten. Ja, also ist eigentlich nicht. Schauen wir einfach mal, was dafür benötigt wird. Am besten schreibe ich mir das auch auf. Ich überlege mir generell vielleicht mal irgendwie so eine Datenbank zu machen mit Sachen, mit vielleicht auch Quests, die ich so erfüllen kann und sowas, weiß ich nicht. Ich überlege es mir. So, ich schreibe mir das jetzt einfach mal ganz analog und steinzeitmäßig auf. Ein Holzbett. Ein Holzstuhl. Und ein Keramik. Krug. Das war übrigens Haus 3, glaube ich, ne? Ich habe nichts zum Abgeben. Draußen
gibt es dann einen Baumstamm Esstisch, eine Baumstammbank und einen Holzeimer. Jodjodo. So, gucken wir nochmal kurz. Das ist jetzt Haus 3 hier. Ja, okay. Gut, dann gucken wir doch einfach spontan mal. Ich glaube, ich hole jetzt einfach mal alles, was ich so an Materialien habe aus dem Lager. Und versuche das dann alles zu craften und guck mal, was schon geht und was nicht. Also ich schätze mal, damit, also mit dem Erhalt dieses Kits und dem Platzieren dieses Kits, habe ich dann ja auch die DIY-Sachen dafür bekommen, oder? Diese Anleitungen. Ich schätze mal. So. In die Tasche. Ja gut, so viel brauche ich dann jetzt halt doch nicht. Ja, immer mal so ein bisschen was mitnehmen hier. Eisenerz kann auch nicht schaden. Lehm kann auch nicht schaden. Alles einfach mal reinbuddern. Auch wenn wir jetzt eine volle Tasche haben. Aber wir wollen jetzt auch hauptsächlich wieder viel zum Craften verwenden. Also diese Holzsachen sind, glaube ich, kein Problem. Die sollten relativ mit wenig Materialien auch eigentlich gehen. Das sollte passen. Etwas herstellen. Und zwar brauchen wir das Holzbett. Genau. Das braucht 18 Holz. Wir haben 6, 57. Das ist also schon mal fertig. Dann brauchen wir einen Stuhl. Dafür brauchen wir 6 Holz. Ist ebenfalls fertig. So, Keramikkrug. Da bin ich jetzt gespannt, was dafür Gestein benötigt wird. Wo haben wir ihn? Ach so, Kleinkram. Keramikkrug. Dafür wird Lehm benötigt. Ja gut, das macht natürlich Sinn. Dann haben wir schon mal alles für die Inneneinrichtung. Das ist gut. Dabei haben wir gar nichts zum Draufstellen für den Krug. Naja gut, das ist halt Tomnooks Anspruch hier. Anforderungen. Baumstamm-Esstisch, das ist ja was für draußen, ne? Gibt es hier irgendwas für draußen? Na gut, suchen wir einfach hier komplett. Baumstamm-Esstisch, das hier. Benötigt 15 Hartholz. Ist erledigt. Ich muss eigentlich jetzt hier nicht immer zwischendurch abhaken. dann die Baumstammbank. Das ist direkt daneben, das Ding. Davon haben wir doch, glaube ich. Nee, Baumstamm haben wir noch gar nichts gemacht von. Und dann haben wir einmal einen Holzeimer auch. Der sollte relativ fix gehen und den sollten wir auch hinkriegen können. Den haben wir hier. Benötigt auch Eisenerz. Uiuiui. Das ist also das ist eigentlich das Aufwendigste, wenn man das mal so betrachtet. Also mit dem seltensten Material, nämlich Eisenerz. Gut, dann sind wir eigentlich soweit ready to go für Haus Nummer 3. Was wir natürlich auch machen könnten, wir könnten die Behelfswerkbank, ich glaube, das mache ich, dann muss ich mir nicht mal aufschreiben, wir könnten die Behelfswerkbank eigentlich mitnehmen und immer daneben das Haus platzieren, um da dann direkt zu craften. Das könnte man machen. Items für drinnen. Abgeben. Alle drei sind fertig. Ich habe 3 Items abgegeben. Alle für diese zu Hause benötigten Items für drin sind bereit. Sehr gut. So. Und den Rest muss ich jetzt auf dem Grundstück abstellen. Das wäre einmal der Baumstamm-Esstisch. Das ist ganz schön groß. Ich glaube, den packe ich auf die andere Seite. Was haben wir noch für draußen? Den Holzeimer. Dann packe ich, glaube ich, den Holzeimer auf diese Seite. Und den Esstisch mit Bank auf diese Seite. Jetzt erklärt sich auch, warum wir hier so viel Platz brauchen. Weil die Grundstücke halt wirklich große Items bekommen. So, Baumstammbank direkt davor. Ich hoffe, da kann man sich dann gut draufsetzen. Ja, wunderbar. Perfekto. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Ich finde das schön. Mit der Bank sieht es auch so aus, als könnte man hier schön in den Horizont blicken. Auf den Horizont weiß ich nicht. Sieht gut aus. So. Sollte alles fertig sein. Dann muss ich vielleicht zu Luke jetzt gehen, oder wie sieht's aus? Versuche ich mal. Und ja, beim nächsten Mal könnten wir dann vielleicht dann die anderen beiden Häuser fertig machen. Je nachdem, ob da noch Material fehlt oder nicht. Dann vielleicht nochmal auf eine Insel oder sowas. Wir haben mal genug Nukmeilen aktuell zum Glück. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Apropos Nukmeilen, da gucke ich jetzt nochmal rein, ob wir vielleicht vor allem Tagesherausforderungen irgendwie abgeschlossen haben oder so. Wenn Luke mich lässt. Na, Niklas, hallo, hallo. Ja, was macht die Kunst? Häuser bauen, Möbel werkeln und Konsorten. Läuft alles gut? Absolut, Mann.
Prächtig, ja, Musik in meinen Ohren. Um die Baumaßnahmen selbst werde ich mich dann kümmern. Also auch um die Zugzügler und so. Wenn es um meine Kunden geht, ist das Beste gerade genug. Also läuft tadellos, das finde ich super. Dafür sorge ich. Ja, und wenn jemand hier Neues zu- oder wegzieht, werde ich das auf jeden Fall per Durchsage melden, ne? Und wenn jemand Neues für sich für ein bestimmtes Haus gefunden hat, dann schreibe ich es aufs Schild. Kurz gesagt, lesen bildet. Besonders meine Schilder, ja, ja. Also haltet die Ohren steif. Ich wollte ja eigentlich nur Bescheid sagen, dass das fertig ist. So, Lugmeilen sieht aktuell jetzt... Ja. Hab nichts mehr fertiggestellt hier. Gut. Dann ist das wohl so. Was darf sein? Einweihung feiern. Stimmt, das können wir auch noch machen. Was soll ich tun? Was schon mit den Hausbau-Kits? Ja. Ja gut, ich würde sagen... Ja, nee, komm. Das mit der Einweihung machen wir beim nächsten Mal. Wir haben ja noch mehrere... Ja, wobei, das Museum haben wir nicht. Aber wir können noch die Einweihung für das... für Nukes Laden feiern. Aber ich würde jetzt halt gerne wissen, was wir da jetzt noch machen müssen. Ich gucke nochmal, ob ich denn wirklich alles habe. Vielleicht steht es auch doch nicht ganz auf dem Grundstück. Das kann natürlich sein. Verkauft! Ach, okay, doch. Sehr gut. Hier entsteht das neue Haus von Kiki. Wunderbar. Das heißt, wir hätten theoretisch auch ein bisschen beeinflussen können, wo Kiki wohnt, je nachdem, welches Haus wir als erstes fertigstellen. Aber gut. Ja, wunderbar. Dann bekommt Kiki eine schöne Holzbank und alles. Und ach, schön. Freut mich. Ist eigentlich ein schöner Spot hier für Kiki. Eigentlich schon fast der schönste von den dreien, finde ich. Wir haben ja hier hinten... Ja, der Strand wäre natürlich auch schön gewesen. Hier hinten ist halt so eine kleine einsame Ecke. Ehrlich gesagt, für Kiki, vom Charakter her, hätte wahrscheinlich diese Ecke hier am besten gepasst, weil sie so richtig secret ist und, ich weiß nicht, so naturbelassen und so. Ich glaube, Kiki hätte hier am besten gewohnt. Muss ich tatsächlich sagen. Aber gut. Jetzt wohnst du halt da. Später können wir sie wahrscheinlich noch irgendwann umplatzieren. Jetzt ist es erstmal so und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir die anderen beiden Häuser angehen und natürlich auch die Einweihungsparty feiern. Bis dahin. Tschüss.